Du willst immer gut ankommen und immer einen guten Eindruck hinterlassen? Dann pass jetzt mal ganz genau auf. Grundsätzlich will man ja immer einen guten Eindruck hinterlassen. Egal ob bei Schwiegermutter oder beim Nachbarn. Und dafür habe ich heute ein paar Tipps für dich. Und dabei kommt es noch nicht mal darauf an, was wir sagen, sondern wie wir etwas sagen. Also die Art und Weise, die nonverbale Kommunikation. Denn diese macht tatsächlich 90% der Kommunikation aus. Also das, was beim Empfänger ankommt. Und das Verbale kommt nur zu 10% beim Empfänger an. Krass, oder? Deshalb gibt es heute ein paar Tipps, um die nonverbale Kommunikation besser zu machen und schlussendlich auch einen besseren Eindruck zu hinterlassen. Kommen wir zum ersten Punkt und zwar zum ganz, ganz wichtigen Punkt, zu der Begrüßung. Es ist immer unfassbar wichtig, wie man sich begrüßt, denn das ist natürlich auch der erste Eindruck. Und deshalb ist ein fester Händedruck, wenn man sich begegnet, einfach das A und O. Ein fester Händedruck muss einfach sitzen. Wenn du nämlich einfach nur die kalte Hand dahin hältst und so eine tote Hand hinhältst, dann zeigt das einfach nur, dass du nicht selbstbewusst bist. Ja, ich weiß, mit Corona hat sich das natürlich ein bisschen geändert. Manche favorisieren aktuell einfach den Ellbogen oder einfach den ganz normalen Box mit der Faust. Am Ende des Tages ist es einfach wichtig, dass man klar und deutlich macht, wie man sich begrüßt. Denn möglicherweise hattet ihr auch schon mal die Situation, dass ihr euch mit irgendwem wiedergesehen habt oder begrüßt habt und der eine hat einen Box gegeben, der andere hat eine Hand gegeben oder einen Ellbogen. Und das ist dann irgendwie schon eine merkwürdige Situation, wenn man dann nicht weiß, wie man sich irgendwie begrüßen soll. Von daher macht ganz klar und deutlich, wie ihr euch begrüßt, ob mit Faust oder mit Händedruck. Hauptsache klar und deutlich. Und wenn es der Händedruck ist, dann natürlich auch ordentlich und fest. Zweiter Punkt, Augenkontakt halten. Es ist unfassbar wichtig, dass man gerade auch in schwierigen Situationen, in schwierigen Gesprächen den Augenkontakt hält. Das ist vor allen Dingen Respekt dem anderen gegenüber, heißt die Person, mit der man spricht, und natürlich auch zeigt, dass du selbstbewusst bist. Wenn du zum Beispiel unten zur Seite schaust oder dem anderen nicht in die Augen schauen kannst, dann heißt das einfach nur das Gegenteil. Von daher empfehle ich dir immer, auch in schwierigen Situationen, gerade vor allen Dingen dann, den anderen immer in die Augen zu schauen. Achtet jetzt einfach mal bewusst bei den nächsten Gesprächen, die ihr so führt, ob ihr auch wirklich den Augenkontakt halten könnt, auch bei längeren Gesprächen aufmerksam zuhören könnt und auch wirklich den Augenkontakt halten könnt. Gerade bei schwierigen Gesprächen ist das manchmal nicht ganz so einfach, aber achtet einfach mal bewusst darauf, ob ihr es schafft und auch, ob der Gegenüber das schafft. Und wenn ihr das bewusst trainiert, dann werdet ihr nachher da auch wirklich wesentlich besser. Drittens, eine aufrechte Körperhaltung. Bei vielen Menschen ist es heutzutage so, dass sie viel Zeit vorm Laptop verbringen, viel Zeit am PC verbringen, natürlich auch aufgrund der Arbeit. Und dann kann es schon mal vorkommen, dass man von der Körperhaltung her eine sehr gekrümmte, in sich gekehrte Körperhaltung hat. Und das zeugt natürlich nicht gerade von einem großen Selbstbewusstsein. Deshalb meine Empfehlung, versuch dich einfach imaginär an dir selbst hochzuziehen. Ja, du hast richtig gehört, du kannst dich an dich selber hochziehen. Tu so, als ob du ein Seil auf dem Kopf hast und dann ziehst du dich einfach nach oben hoch und dann stehst du direkt aufrecht. Und eine aufrechte Körperhaltung, eine gerade Körperhaltung, wo du die Brust rausstreckst, das zeugt natürlich von Selbstbewusstsein und das ist unfassbar wichtig. Gerade bei der nonverbalen Kommunikation, dass man aufrecht und offen miteinander kommuniziert. Offen ist auch das nächste Stichwort. Möglicherweise hast du schon mal mit jemandem kommuniziert, der seine Arme einfach verschränkt hat. Und was hat dir das für ein Gefühl gegeben? Genau, der andere hat einfach einen Schutz aufgebaut, eine Mauer aufgebaut, indem er seine Arme verschränkt. Er ist nicht aufnahmefähig und das signalisiert dir einfach, dass der andere einfach nicht open-minded ist, nicht aufgeschlossen ist. Wenn du aber mit jemandem kommuniziert, der offene Arme hat, heißt offen mit dir kommuniziert, das bedeutet, er ist aufgeschlossen. Er ist aufgeschlossen, mit dir ein Gespräch zu führen. Er ist aufgeschlossen zu kommunizieren. Und das gibt dir natürlich auch ein schönes Gefühl. Von daher versuche, wenn du mit anderen kommunizierst, einfach eine offene Körperhaltung zu haben. Heißt, deine Arme zu öffnen und nicht deine Arme zu verschränken. Fünfter Punkt, Lächeln. Wenn du jemandem ein Lächeln schenkst, dann ist es meistens der Fall, dass auch ein Lächeln zurückkommt. Und Lächeln ist auch einfach so unfassbar wichtig. Denn ein Lächeln strahlt positive Energie aus. Und wenn du jemandem positive Energie schenkst, dann kommt das auch zurück. Und das bleibt natürlich auch hängen bei den anderen Menschen. Wenn du einem Gespräch vielleicht auch mal einen Witz reißt und jemanden zum Lachen bringst und vielleicht auch selber einfach mal mitlachst und dem anderen einfach ein Lächeln schenkst, das bleibt einfach hängen. Gerade bei der nonverbalen Kommunikation ist es unfassbar wichtig, dass man einfach offen steht und vielleicht dem anderen auch noch ein Lächeln schenkt. Das ist einfach ein mega Pluspunkt, wenn du mit jemandem kommunizierst. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt und hier will ich einfach nochmal einhaken bei dieser positiven Energie. Am Ende des Tages zählt natürlich auch der Overall Vibe, also das grundsätzliche Gefühl, wie man aus einem Gespräch am Ende des Tages rausgeht. Denn vielleicht hattest du schon mal eine Situation, du hast ein Gespräch geführt und dann hast du
anschließend nochmal über das Gespräch nachgedacht und hattest dabei ein schlechtes Gefühl. Vielleicht hattest du aber auch schon mal ein Gespräch und hast mit jemandem gesprochen und anschließend hattest du ein richtig positives Gefühl. Und dieses positive Gefühl, das bleibt im Hinterkopf. Das ist unfassbar wichtig und das hinterlässt Eindruck bei dem Gegenüber. Deshalb versuche einfach, die Gespräche immer so positiv wie nur eben möglich zu führen. Auch wenn es zum Beispiel Kritikpunkte gibt, versuche das Ganze positiv zu verpacken. Denn der positive Vibe, das positive Gefühl bleibt am Ende des Tages hängen. Und wenn du die Tipps, die ich eben schon angesprochen habe, befolgst, dann kann ich dir garantieren, dann hast du schon mal eine richtig gute Chance, um einen richtig guten, positiven Vibe zu erzeugen. Also Leute, egal wem ihr begegnet, ob der Schwiegermutter, dem Nachbarn oder dem Papst, ihr solltet immer im Hinterkopf behalten, dass Kommunikation zu 90% nonverbal stattfindet. Also, ich wünsche euch jetzt ganz viele gute, positive Gespräche mit einem richtig guten Gefühl und versucht diese Tipps zu beherzigen, um am Ende des Tages wirklich richtig schöne und positive Gespräche zu führen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.